Kloster Auamin Haus Maria, ein Heim für geistig behinderte Kinder. Wir treffen einen ehemaligen Mitarbeiter. Als er hier anfing, war die Einrichtung ganz neu. Doch die Methoden hier erschienen ihm mittelalterlich. Kinder eingesperrt, so zum Beispiel ein 8-jähriger Junge. Mit diesem Erfolg, dass der Bub Viertelstunde, 20 Minuten gegen die Tür geschlagen hat, noch mehr geschrien hat, ja gut, dann hat er irgendwann mal aufgegeben. Für Kurzmeier seelische Misshandlung und Freiheitsberaubung. Er wendet sich an den Heimleiter. Kurz darauf ist er seinen Job los. Uns liegen Dokumente vor, die seine Aussage untermauern. Kinder wurden immer wieder eingesperrt, sogar 14 Mal pro Tag und dann noch 12 Stunden Nachteinschluss. Ins Zimmer oder gar ins Käsebett. Das ist ein ganz normales Bett und da ist ein Kasten draufgebaut, kann man sich vorstellen, so 80 cm hoch mit Luftlöcher drin. Und da ist in der Nacht eingesperrt worden. Das Heim bezeichnet das Bett als tolle Höhle und weist den Vorwurf der Freiheitsberaubung zurück. Sogenannte freiheitsbeschränkende Maßnahmen setzen viele Heime ein. Eine offizielle Statistik gibt es nicht, doch eine Umfrage des Bayerischen Rundfunks unter 30 großen Heimen zeigt, nur 3 Heime verzichten gänzlich darauf. 9 geben keine Auskunft, 18, mehr als die Hälfte, behalten sich vor, freiheitsbeschränkende Maßnahmen einzusetzen. Das Bayerische Staatsministerium für Soziales zeichnet ein anderes Bild. Auf Anfrage heißt es, Kinder oder Jugendliche werden nicht in Zimmern oder Timeout-Räumen eingesperrt. Nach langer Suche finden wir ein Heim, das bereit ist, uns seinen sogenannten Timeout-Raum zu zeigen. Nur für Extremsituationen und seit Monaten nicht benutzt, wie man betont. Sie sehen, dass Sie relativ wenig sehen. Tür zu. Also selber kommt man aber nicht raus. Nein, deswegen, Sie haben vielleicht das Schild auch gesehen an der Tür, wenn jetzt ein Mitarbeitender reingeht, dann muss er immer einen Schlüssel dabei haben. Ein anderes Heim in Dresden. Hier setzt man auf ein ganz anderes Konzept, Einzelfallbetreuung. Niemand wird hier weggesperrt, auch nicht Tom, ein Kind, das sehr aggressiv werden kann. Wenn er sehr unruhig ist, dann müssen wir ihn aus der Gruppe rausnehmen und sein Zimmer bekleiden und dann eben bei ihm bleiben. Andere Heime, die freiheitsbeschränkende Maßnahmen einsetzen, müssen diese nicht richterlich genehmigen lassen. Damit sind Kinder schlechter gestellt als Erwachsene unter Betreuung. Hier entscheidet immer ein Richter. Experten fordern eine gesetzliche Neuregelung. Gerade Behinderte sind eine besonders verletzliche Gruppe und da sollte man dann schon besonders, man sollte auf alle Kinder schauen, aber auf die, die sich nicht selbst zu helfen wissen, dann noch erst recht. Im Bundesjustizministerium heißt es nun, man prüfe den Vorstoß der Familienrichter. Aufregung im Sozialministerium. Heimleiter, Behördenchefs und Experten herbeizitiert von der Ministerin höchstpersönlich. Ich nutze jetzt die Recherche des BR, um der Sache noch intensiv nachzugehen und aufzuklären. Eine Reaktion auf unsere Berichterstattung über bayerische Kinderheime. BR-Recherchen hatten aufgedeckt, dass die Hälfte der bayerischen Einrichtungen mit sogenannten freiheitsbeschränkenden Maßnahmen arbeitet. Das heißt, Kinder können bei Bedarf zum Beispiel in spezielle Betten eingesperrt werden, in ihre Zimmer oder in sogenannte Beruhigungsräume. 4 Monate tagte im Sozialministerium ein Expertenrat unter Emilia Müller. Jetzt müssen Heime Einschlüsse melden und begründen. Wir ändern die Richtlinien, wir verstärken die Kontrollen und unangemeldete Kontrollen natürlich. Wir beziehen die Eltern besser mit ein. Und auch auf Bundesebene wird an einem neuen Gesetz gearbeitet. Ein Amtsrichter soll in Zukunft jede freiheitsbeschränkende Maßnahme an Kindern genehmigen.